Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von Space Engineers Hardcore Mode. Ja, wir befinden uns immer noch auf unserer Base und haben wir kein Uran mehr? Das könnte alles weggeflogen sein, das kannst du schon haben. Ach, Herr Schenksen. Ja, weil hier gerade der Gravitationsgenerator ausgegangen ist. Oh, stopp. Hä? Da waren über 3 Tonnen drin. Ja, eben. Hä? Wo sind die hin? Entschuldigung. Vor allem, ich habe 500 Gramm rausgenommen. 0,05. Scheiße. Ja, eben, und das habe ich gerade zurückgepackt. Was heißt gerade eben in der Aufnahmepause? Wo ist das? Ey, ficken! Ist doch unser Uran weg oder was? Oh, nee, ne? Erst fliegt das Raumschiff hier weg, ich baue einen Schutzkäfig rum und jetzt das. Ja, wir können das eher so machen. Erst fliegst du in die Basis rein, dann bauen wir ein neues Schiff, das fliegt weg. Danach bauen wir noch ein neues Schiff, das fliegt ja nicht weg, weil ein Schutzkäfig drum ist. Ja. Und dann ist Uran alle. Ja, echt geil. Ich kann gerade eine Wand verprügeln. Ja. So richtig, ey. Mauni. Oh, ein Bier. Vor allem auch so langsam werden wir energielos, ne? Also so nach einer Zeit kann es passieren, ne? Vor allem, wie kriegen wir jetzt Uran? Wie wollen wir das jetzt machen? Du machst dich mal ganz schnell auf den Weg mit deinem Bohrer und holst so ein paar... Ja, verdammt! Wie wollen wir denn den Dings überhaupt betreiben? Ja, verarbeiten. Scheiße, Bombschakotelle. Vielleicht haben wir noch einen kleinen Pfützel hier irgendwo drin vergessen. Glaub nicht. Ich geb's einfach mal beim Suchdings ein. Nö, nee, nix. Null. Außerdem, wie wollen wir es verarbeiten? Was meine ich ja damit? Ey, ficken! Oh, Scheiß! Ey! Ja, das geht nicht! Oh, Mann! Oh! Mann! Komm, kriege ein Ausraster, da ich das so weitergeht. Sterben die ganze Zeit geht ja auch nicht. Ich meine, wir kommen nicht weiter. Wir haben keinen Saft. Vielleicht haben wir die Sachen für eine Solarzelle? Uff. Ja, aber wie voll. Oh Gott. Wir haben gar keine Solarzellen. Wir brauchen dafür Ausweichkomponenten. Nee, haben wir nicht. Wir können das nicht machen. Was brauchst du für die Solarzelle? Na, Solarzellen muss man herstellen mit einem Assembler. Mensch. Yep. Also ergibt das, würde das auch nichts bringen, wenn ich Uran gerade mal abbaue. Ja. Und jetzt? Vielleicht fliegt ja eine unbemannte Rettungskapsel vorbei. Die ist irgendwo da ganz hinten zerschellt. Die ist, glaube ich, wenn überhaupt auch schon weg. Deine, ne? Ja, keine andere. Weil den anderen ist doch kein Uran drin, oder? Weißt du noch ungefähr, wo du deine geparkt hattest? Meine? Mhm. Die muss ja aber auch schon weg sein, weil sie verlassen ist. Das könnte sein. Wobei, da war noch Uran drin. Wenn die Dinger noch laufen, die spawnen die nicht. Ich glaube, das Uran müsste schon raus sein. Wobei, da stand, wenn das Ding so leer steht, hält das 8 Stunden und 8 Stunden haben wir noch nicht aufgenommen. Aber ich weiß nicht, wo das ist. Ich weiß ja, dass ich an irgendeinem großen Asteroid mal zerschellt bin. Bis wir den gefunden haben, dann sind wir auch schon tot. Ja. Ich meine, jetzt sind 16 Stück. Vor allem tot. Gut, bin ich tot. Ja, Freunde, was machen wir jetzt? Also erstmal die Aufnahme beenden, das ist schon mal klar. Jo, wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. Bis gleich.
Und wir sind wieder da. Also, beziehungsweise ich, der Aerox. Boah. Klebte. Ja, boah. Meine Zunge klebt hier gerade fest. Deine Zunge klebt fest. Ja. Wie hast du das jetzt geschafft? Da weiß ich nicht, oder klebt ihr gerade, deswegen. Ja, naja, auf jeden Fall, er joint gleich noch und. Ja, ich habe mal eben im Kreativmodus hier ein bisschen Uran noch produzieren lassen. Und ja, das ist jetzt auch schon ein bisschen verarbeitet. Bisschen mehr als ein Kilo hier. Also ich werde jetzt auch mal losfliegen und Neues holen. Ja, ich schmeiß das jetzt erstmal im Reaktor. Und wir haben noch eine Tonne, also 1,5 Tonnen auf Lager jetzt. Trotzdem. Ja, hole ich gleich auf jeden Fall noch. Ach, der Reaktor ist gar nicht verbunden. Nein, der ist nicht verbunden. Der wird später nochmal verbunden. Ah. Wir sind nicht verbunden. Warten, Kack! Yay! So. Und ab im Reaktor damit. Und wir haben wieder Saft. Orangensaft. So. Und runter. Spiel Ball treten. Nee. Player connected. Aerox 1939. Mach die Sache. Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ne? Nee. Oh, in dieser kleinen Mine war ich lange nicht mehr. Ist ja mittlerweile schon ein Hohlraum. Hier habe ich ja angefangen abzubauen. Ja, bald kannst du es automatisch machen. Ich hoffe, das Ding fliegt jetzt dann nicht wieder weg. Nee, da ist ja ein Käfig drum. Wie gesagt, unterschätzt man nicht die Entwickler. Ja, gut. Also, ich sag nicht, oh, der fliegt bestimmt nicht weg, der fliegt dann auf jeden Fall weg. Ja. Deswegen, also ich halt auch die Schnauze. Die Wahrscheinlichkeit ist nur geringer. Nein, ich sag, ab einem bestimmten Punkt, wenn Triebwerke funktionieren, dann sag ich, das wird nicht mehr wegfliegen. Yep. Oder wenn kein Strom mehr drin ist, das ist auch eine Sache. Ja, kein Uran. Und mein Inventar ist voll. Sieht dir mal schön. Okay, was steht denn da? Kein Experiment kann meine Behauptung je beweisen. Ein einziges reicht jedoch, um es zu widerlegen. Albert Einstein. Ah. Stein. Was ist das, ein Stein? Das ist Einstein. Oh Gott, stell dir vor, uns geht das Uran aus, während gerade hier so ein Meteoritenschauer ist. Dann haben wir ein Problem. Deswegen wollte ich auch, dass du dich gerade mal so mit Strampf beschäftigst. Nee, jo, ich hab gerade nachgeholt. Wie viel hast du denn da drin? Ich glaube 3 Tonnen. Das ist recht zum Produzieren, glaube ich, erstmal. Ja. Erstmal, aber ich hole lieber noch mehr, bevor das, weißt du, bevor das weg ist. Und auch mal wieder leer ist. Jo. Deswegen Solarplatten und Batterien wäre jetzt das nächste, was ich angehe. Genau. Also wenn ich hier mit deinem Schiff fertig bin. Yay. Oder zumindest eine große Batterie hier auf die Station. Die sollte reichen für Notstrom. So lange. Das wird also durchgeplant. Ja. Oder man kann das auch später so machen, wenn wir genug wenn wir ein paar Solarzellen haben, könnten wir auch dann so eine Aufladestation für Schiffe machen und dann auf die Schiffe auch nochmal eine Batterie bauen. Ja. Dann kann man die da dran aufladen, dann braucht man keinen extra Reaktor bauen. Ich weiß jetzt nicht, was günstiger ist, das müsstest du dir mal ausrechnen. Ich glaube, das nimmt sich eigentlich, wenn du es richtig nimmst, beide. Also beide sind da jetzt in ihrer Weise teurer und billiger. Also ich glaube, das wiegt sich nacheinander also auf. Ja. Ich würde das vielleicht ganz lustig finden, wenn man sozusagen den tanken muss mit den Raumschiffen. Das klingt dann. Ja, sozusagen.
Oder wenn man das mit den Frachtraumschiffen so macht, weil das braucht ja nicht viel Energie. Ja, stimmt. Die Batterie hat ja weniger Leistung als ein Reaktor, logischerweise. Boah, wie gesagt, da würde ich auch was anderes gucken, weil das ist. Ja. Das ist auch Zukunftsmusik gerade. Die ganzen Uranbröckchen hier einsammeln. Wenn der Bohrer fertig ist, ich werde erstmal so viel Eisen fördern, weil das haben wir ja momentan nicht mehr. Leider nicht. Ist ja alles weggegangen, weil wahrscheinlich weil die Leitung da offen war wegen der Raffinerie. Wir wissen es nicht. Ich will es auch gerade echt gar nicht wissen. Nee. Inventory full. Inventar ist wieder mal voll. Und ich bin wieder da. So, der Reaktor steht auch schon. Da tue ich gleich mal ein bisschen Uran in meinen Zitronenzitter. Okay. Dass der wenigstens schon mal läuft. Ja. Also, wenn du gerade nichts zu tun hast, Triebwerke mal fertig machen. Jo. Die kommen jetzt als allererstes mal fertig. Wollte ich gerade dran. Triebwerke, was braucht man denn dafür? Triebwerkkomponenten auf jeden Fall. Sagt schon der Name, ne? Ja. Herstellungskomponenten, glaube ich auch. Herstellungskomponenten, Triebwerk, Stahlrohr und Stahlplatte. Okay. Stahlplatten auch. Ich glaube, das war's auch. So, ich hab gerade gegen die Wand gekippt. Okay. Und das erste Triebwerk läuft. Sehr gut. Nach hinten kann schon mal nicht mehr fliegen. Seiten kannst du auch da schon mal festschmeißen. Piep. Die vorderen sind auch schon. Okay. Die hier kann ich mal rauspacken. So, ich muss mal eben Stahlplatten nachholen. Ich habe mein Inventar ein bisschen vollgeladen. Mir fehlen gerade nur Triebwerkskomponenten. Okay. Oh, die kann ich da gleich anbauen. Ich schmeiße schon mal so weit, dass da die Triebwerkskomponenten gerade fehlen. Okay. Also einfach, da diene ich die andere Seite erstmal. Okay. Oh Gott. Wie gesagt, ich schmeiße so weit, wie ich kann. Ich bin ja echt mal gespannt, wie unsere Base hier später mal aussehen wird. Gut. Ja. Okay. So, meine Seite ist fertig, von den Triebwerken her. Ja, die andere, die kannst du auch schon mal anschließen. Okay. Ich will die Blöcke am machen. Ja.
Oh, jetzt habe ich auch keine Triebwerkkomponenten mehr. Genau am letzten. Ja, war das der letzte? Der letzte, den wir bis jetzt stehen haben. Oh ja. So, jetzt kommt noch fix das Gyroskop ran. Nee, hier ist auch noch einer. Was hast du noch vergessen? Ich kann nochmal den Bohrer schon mal rein tun. Aber bin, Gyro, Gyro da. Ja. Ja. Jetzt wird auch noch eine Pause. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Bis gleich. Und wir sind wieder da und verabschieden uns auch gleich wieder, weil ich gerade gesehen habe, dass das Let's Play vorbei ist. Und im nächsten Let's Play werden wir an den Raumschiff weiterschweißen. Also bis dann. Ciao. Ciao.